Hallo meine werten Damen und Herren und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit dem guten alten Chaos Flo 44. Und wir werden nämlich heute was ganz Besonderes machen. Flo, komm mal bitte an die Spitze deines Fidget Spinners. Übrigens, an heute haben wir nochmal... Ich zeig's nochmal ganz kurz. Wir haben gerade eben unsere Spawns und sowas nochmal gesetzt. Ja, wir haben heute Spitze Fidget Spinners. Das ist eigentlich nichts anderes außer die anderen. Nur, dass die hier halt eben spitz sind und die anderen waren rund. Yeah. So, und hier unten haben wir eine kleine Arena. Und da drinnen in diesem kleinen Kasten werden wir am Ende... Da drinnen werden wir am Ende kämpfen. Das wird mega lustig sein. Und werden das jetzt so machen, ja? Du darfst dir übrigens nochmal ein paar Lucky Blocks rausnehmen. Und zwar, Flo, du kannst dir nämlich jeweils von jedem Lucky Block, den du noch haben möchtest, 3 Stück rausnehmen, ja? Ich nehme zum Beispiel 3 Omega-Blöcke noch mit raus, auf jeden Fall. 3 Nightmare-Blöcke. Und nochmal, du kannst dir 6 Stück rausnehmen. Sagen wir mal 6 Stück. Ich nehme mir jetzt einfach mal 3 Nightmare, 3 Omega und 3 Preston-Blöcke, weil die sind eigentlich ganz nice. Weil nicht jeder Fidget Spinner hat unbedingt alle Blöcke. Und da haben uns die Leute in die Kommentare geschrieben, hey, ihr müsst unbedingt mal auch manchmal Lucky Blocks einfach rausnehmen, die es nicht gibt und deswegen macht es auf jeden Fall, weil wir haben nämlich diesen Astral und Nightmare. Astral haben wir ganz viele in der Mitte vom Fidget Spinner, wenn du mal guckst. Wir haben dort, wo du den Daumen immer hinpackst, da diese Astral-Dinger. Übrigens, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei den Astral-Lucky Blocks kleine Sterne funkeln? Guck mal, wenn du da ganz genau drauf siehst, da dann richtig, siehst du, dass da diese kleinen Sterne funkeln. Guck mal, unter meinem Fidget Spinner den Schatten an. Yo, Alter, weißt du was? Unter deinem Fidget Spinner ist ein Lucky Block gespawnt, weil unter diesem Brunnen, den du da hast. Guck dir das mal an. Richtig nice, Junge, das ist aber ein Lucky Block. Schmeiß mal in den Brunnen deine Münze rein. Ja, weil so funktioniert das ja. Ja, genau, richtig. Da kommt jetzt, wow, und jetzt ist er weg und da kommen jetzt Sachen raus. Lol, mega lustig. So, ich glaube, ich mache erstmal, ich bin noch im Game Mode. Hupsli, dupsli, dupsli. So, und ich werde jetzt einfach mal mit den Preston Blöcken anfangen. Ich habe ein Schwert bekommen, Alter. Ich habe ein Camper Sword bekommen. Flo, ich habe ein Camper Sword bekommen mit Sharpness. Geil, Roman, Camper Sword, geil! Ich hab einen Leute, bei dir fliegen Waffen auf den Dings herum. Auf der Fidget Spinner. Ja, ich muss mir meine Blöcke nochmal holen. Bei dir fliegen einfach Waffen auf den Fidget Spinner. Nein, ich hab einen. Oh Gott! Nein! Ich hatte gerade einen Camper Sword. Das hatte nur eine einzige Haltbarkeit. Und ich hab damit einen Block aus Versehen kaputt gemacht. Jetzt ist es kaputt gegangen. Ah! Und jetzt kommt. Oh nein, die Leute schreiben dann wieder in die Kommentare, Roman, du kannst nicht gescheit mit Schwerten umgehen, was machst du denn da? Dieses Schwert hättest du behalten sollen, damit hättest du Flo one-hitten können. Ey, warte mal, Roman, mal echte Frage, kann man in Minecraft Pferderüstung enchanten? Pferderüstung enchanten? Boah, weiß ich nicht, versuch's doch mal aus, dafür brauchst du halt eben noch ein bisschen was an Dings, an Sachen. Hey, Leute, das Brot. Warte mal, wir müssen übrigens nochmal eine Game Rule setzen, dass wir Keep Inventory haben, ne? Warte mal, guck mal, was ich hab. Ich hab so ein Ding, damit kann ich Wasserkanonen schießen. Guck mal, Flo, fang die Wasserkanone, guck mal da. Ich schieße eine Wasserbälle her, warte. Ich hab eine Wasserkanone. Wow, bei dir kommen gerade Lucky Blocks runter, weiß ich nicht, aber ich schieße dich gerade mit so Wasserblöcken ab. Hey, was ist denn das für eine coole Dings? Kann man sich damit irgendwie selber treffen, dass man irgendwie ein bisschen Schaden oder sowas bekommt? Oh, wo fliegt der Ball hin? Ey, what the fish? Ich habe mich selber umgebracht dadurch, dass ich mich mit dem Wasserball abgeschossen habe. Ich falle auch die ganze Zeit runter. Alter, what the... Was ist gerade passiert? Oh ja, da bin ich wieder. Alter, Flo, ich hatte gerade eben 100 Potions oder so, die mich irgendwie alle gleichzeitig getroffen haben. Und dann bin ich einfach irgendwo im Nirgendwo gelandet und war vergiftet, Alter. Ist so, als ob ich einen harten Abend hatte und nicht wusste, wo ich aufgestanden bin. Alter, ich habe eine Epic Unlucky Potion. Was hast du für ein Brot? Oh, Ultimate. Brot, was mir unendlich Brot gibt. Ultimate Boots Enchant? Kann ich damit vielleicht meine Pleb Boots enchanten oder sowas in der Art? Warte, mal gucken, ob das funktioniert. Oh, Enchantment kostet 70. Ich hab mehr Hard Emoji Apple. Was ist Hard Emoji Apple? Ist es so? Hast du so einen Apfel mit so Dings, mit so Herzen und sowas, der so richtig aussieht wie so ein Emoji aus dem Handy oder sowas? Wo bist du? Zeig mal. Oh ja, genau, die sehen voll cool aus. Die kenne ich auch. Also, ist mal ein, mal gucken, was da passiert. Und du kriegst dadurch Absorption, Regeneration, Resistance, Strength und Speed. Mega nice. Guck mal, Flo, ich schmeiß dir ein paar Sterne rüber. Oh nein. Sternenregler, die erreichen dich nicht. Die erinnern, Dings, was? Der...
Hat die zweite Enderperle nicht getroffen. Kannst du auch gerne hochfliegen, wenn du willst. Oh, oh. Ah! Ich habe einen kleinen Bewohner bei mir jetzt drauf. Guck mal, Flo. Ich hab, warte mal, kann ich den vielleicht mit meiner Arms-Cannon abschießen? Ja, aber das funktioniert sogar. Puh! Nicht meinen Fidget-Spinner abschießen. Fidget-Spinner. Ich habe gerade eben den Zombie runtergeschossen. Der hat hier nichts mehr zu suchen. Alter, Flo, du fällst so oft aus der Welt hinaus. Echt jetzt, lol, hast du das gerade. Achso, hast du das gerade mit dem Comment-Block gemacht? Oh, ich habe eine Mail. Nee, ich habe die gerade gemacht. Ach so, lol, bei dir ist, Dings, ich bin übrigens mal bei dir in einer Utopia-Folge gestorben. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Ey, ja, das war aus dem Lucky-Block. Guck mal, ich kann dir genau sagen, warum. Oh Gott, was weißt du noch? Ja? Weißt du noch, in Time Rain haben wir Lucky-Blocks gehabt, gell? Ja. Yeah. Und ich habe alle Lucky-Blocks von allen Serien in Utopia zusammengetan, weil ich da mehr Drops hab. Und da war auch dieser Aerosol Diet aus Time Rain, der haben wir aber nie in Time Rain bekommen. Oh, ich hab so einen Preston-Typen, den ich irgendwie gerade eben versuchte abzuschießen, aber der stirbt irgendwie nicht. Aber ich glaube, wenn man den tötet, kriegt man ein richtig cooles Schwert. Das heißt, ich brauche erstmal ein bisschen Ausrüstung, damit ich den irgendwie töten kann. Oh, oh, versuch mal immer die Preston. Black, oh mein Gott! Fliegende Waffen, fliegende Waffen, fliegende Waffen! Au! Alter, ich muss sagen, diese Preston Blöcke sind voll brutal, weil da kommt andauernd Lava raus und mein Spawn ist inzwischen in Lava drin. Dann esse ich dich auf. Ich esse dich auch auf. Oh Leute, ich habe voll viele Eier. Sag mal, Flo, weißt du eigentlich, warum eigentlich immer Eier mit Diamanten zusammenkommen? Oh, habe ich viele Diamanten bekommen. Daraus kann ich mir bestimmt irgendwas craften. Dafür brauche ich jetzt keine Ahnung, eine Crafting-Bench. Warum kommen Eier mit Diamanten nach? Ich weiß nicht, aber diese, diesen Lucky Blocks ist es bisher immer so gewesen. Immer wenn Eier kommen, kriegst du auch immer einen Diamanten. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ah, what the fish? Oh mein Gott. Riesiger Slime. Oh Gott, ey. Oh, ich habe hier noch weitere Sterne. Flo, wie sieht's bei dir ausrüstungstechnisch aus? Ich muss sagen, warte. Wie sieht's ein bisschen aus. Oh, doch, doch, doch. Bei mir ist ganz gut. Bei mir ist ganz gut. Ich bin Bradman. Have you ever wondered why you were afraid of spiders? Nein. Hä? Lol. Aua! Aua! Blöde Spinne. Da ist noch eine kleine. Hä? Ich habe eine Spinne, die verfolgt mich, Flo. Hä? Was? Ich habe eine Spinne, die mich verfolgt, Mann. Und jetzt habe ich hier sau viele Hunde, die Spinne auf einmal angreifen. Alter, sag mal, Flo, kann es sein, dass wir irgendwie ein bisschen laggen? Oh, oh, jetzt ist es auf einmal dunkel. Oh, und der gesamte Server laggt. Oh Gott, ich mache einfach mal ein paar Difficulty 0. Ja, machen wir Difficulty 0 und am besten, und ich mache gleich mal Timeset 6000, ne? Weil irgendwie ist es hier gerade nicht so mächtig gewesen mit der Zeit, weil wenn es dunkel ist, sieht man irgendwie gar nichts in den Aufnahmen, deswegen ist es irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe Enderperlen bekommen und ich habe ein richtig cooles Enchantment-Book, aber Flo, ich habe nicht genug Experience. What the fish? Nein! Flo, was hältst du eigentlich von diesen Guardian-Monstern, die es in Minecraft gibt? Ich finde die so komisch. Die sehen voll eklig aus, muss ich sagen. Das ist so ein kleiner Klumpen, der dich abschießt. Ja, gell? Das ist, oh, ich hab noch mehr Emoji-Apples bekommen. Ja, aber die sind voll stark. Ein bisschen Leben. Ja, die sind auch stark mit diesem Strahl, den sie auf dich schießen. Ich habe das am Anfang nie verstanden, Alter. Sind es auch übrigens diese Dinger, die einem Mining-Fittige geben? Ist es das gewesen? Nee. Es gibt die normalen Fische und es gibt die dicken Fische. Na, die dicke Fische. Warte mal, ist eine Mech-Chestplate besser oder? Nee, die hat Protection 5, die Heroic Plate Mail. Dann nehme ich lieber die. Ah, da ist wieder so ein kleiner komischer Schleim. Alter, diese Schleime sind so blöd, ey. Ah, warte mal, ich habe hier einen weiteren Brunnen zum Aufmachen. Ich habe eine Unlucky Potion Flu, die werde ich gegen dich benutzen. Ne? Da wird so, your lava wish came through. Oh nein! Diese ey, was ist das hier? Ey, ich hab voll das geile Zeug bekommen. Hey, ich habe eine Splash Potion of Thundering. Ah. Eine Splash Potion of Thundering, damit kannst du, glaube ich, Blitze beschwören. Ja, ja, genau, damit kannst du Blitze beschwören und die kannst du dann sozusagen auf mich werfen, dann kann ich von dem Blitz getroffen werden. Alter, ich habe ein Schwert bekommen, das Ultra Damage macht, aber nur einen Hit hat. Ja, ist es ein goldenes Schwert zufällig? Bau mal damit einen Lucky Block nee, das macht 100.000 Damage und einen Hit. Das hat ich hatte ein Schwert, ich hatte am Anfang der Folge, hatte ich so ein Schwert, da war Sharpness unbekannt, ja. Da stand, das war so eine hohe Zahl an Sharpness, dass da nicht mal dran stand, was es für ein Sharpness war, so heftig. War das. Hey, ich versuche da gerade eben die Sachen drauf zu werfen. Junge, ich bekomme nur Schrottflo, ne? Ich habe sau viele Oh Gott, lol, ich dachte, das war bei mir, lol. Das sind die Gas bei dir. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ja, ich habe richtig, Dingsglück hier. Ich habe richtig, ich weiß, bis heute immer noch nicht, warum ich Spaßgas mit Doppel-S geschrieben habe, statt Scharf-S, ja. Aber den Leuten gefällt es, deswegen ist alles voll in Ordnung. Flo, wusstest du eigentlich, dass Lack 100%, was ist eigentlich besser, die Throw-Potion, die Lack 100% hat oder Lack Minus-Prozent? Welche waren besser? Lack 100%. Da kommen nur schlechte Sachen raus, ne?
für dich, wenn ich dir auf dich werfe. Doch, das war, glaube ich, so. Weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Aber Flo, ich glaube, wir haben sogar unsere Zeit jetzt, glaube ich, schon überschritten. Ne? Mach jetzt nochmal so viele Blöcke auf, wie du kannst. Oh, ich habe sogar... Flo, ich habe eine gute Nachricht. Oh nein, ich bin in Barriereblöcke eingesperrt. Oh mein Gott, ich hab eine richtig gute Nachricht, Flo. Ja, ich habe einen Block gefunden, ne? Der, warte mal, wo ist der? Das ist der hier. Das ist dieser komische. Warte, den muss ich jetzt nur noch kurz aufheben, damit ich den habe. Ah, komm schon. Da habe ich ihn. Ich habe einen Cloud-Dueling-Block. Okay, Flo, komm mal kurz auf den Boden, damit wir uns gleich duellieren können. Jetzt beginnt das Duell in unserem kleinen Duell da oben. Wir machen nochmal kurz Difficulty 0. Und jetzt nochmal Difficulty 1. So, wir müssen alle unsere Warte, ich rüste mich kurz aus. Alter, dein Fidget Spinner sieht richtig schlimm aus. Da läuft ja die ganze Zeit übelst viel Lava herunter. Oh, nein. Aber bei mir noch mehr. Oh. Weißt du, was übrigens auch cool ist? Durch diese Blöcke, die ganze Zeit die Farbe ändern, haben wir immer einen andersfarbigen Lucky Block. Das sieht voll, der andersfarbige Fidget Spinner sieht voll cool aus, Alter. So. Ich geh schon mal. Warte. Oh, guck her, Flo, ich bin in der Arena, Alter. Warte, ich komm auch in die Arena. Warte, guck mal. Wo bist denn du? Ach, ey, wieso geht's? Oh, ich seh's. Du hast einen Parachute gezogen, gell? Okay, komm rein in die Arena. TP kaust du zu. Oh, es laggt auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab. Ey, Flo, ich habe eine Idee, was wir machen können. Pass auf. Wir machen als erstes die Challenge, ja? Wer die Lucky Potions überleben kann. Pass auf. Ich habe nämlich jetzt 7 Lucky Potions. Die schmeiß ich jetzt hier hin. Und wer sie überlebt, hat die erste Runde gewonnen. Okay, ich schmeiß alle 7 gleichzeitig. Warte, Spawnpoint setzen? Spawnpoint setzen? Nee, einfach auf dem alten Lucky Block. Ist egal, dann fliegen wir. Lol, Roman, ich hab volle Rüstungsleiste und dann nochmal eine goldene Rüstungsleiste, ein halbes. Das könnte vielleicht daran liegen, weil du eine super starke Rüstung hast. Ich habe das nämlich nicht. Ich habe aber dafür eine Kaktusrüstung. Das heißt, wenn du mich angreifst, dann dürftest du vielleicht sterben. Okay, pass auf, ich fange an. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, lebst du noch? Ja. Okay, der, der länger überlebt. Hallo, was? Alter, ich fliege. Oh nein, ich hab Levitating. Oh, bitte nicht vom Server kicken. Oh nein, oh nein. Alter, ich brauche Levitation. Levitation. Oh, haben wir vielleicht eine Milch oder sowas da? Alter. Roman, der Kampf. Nein. Ich wurde gekickt, du auch. Oh nein, die Kicks sind so schlimm. Wir müssen uns da eine Milch holen. Angriff! Wir müssen das endlich mal umstellen mit diesem komischen Milch. Du musst in Game Mode gehen, damit du da Dings nicht für Dings gekickt wirst für dieses Levitating. Das ist so komisch. Levitating kommt von Minecraft selber und du wirst dafür gekickt, wenn du fliegst. Das ist so ein Schrott, Alter. Okay, das heißt, die erste Challenge haben wir beide Dings geschafft. Jetzt kommen wir zum guten alten Cloud Dueling, ja? Das ist irgendwie ein Block, der macht, glaube ich, irgendwie ein Dueling-Modell oder sowas. Guck mal. Und jetzt kann man da irgendwie hochgehen oder sowas in der Art. Guck das mal. Keine Ahnung, was das ist, Alter. Cool. Guck mal, jetzt sind wir hier oben. Das ist Dwelling, Roman. Ach so, Dwelling, lol. Aber hier oben sind richtig coole Dings. Astral Lucky Potions und so. Genau, die klaust die erstmal, gell? 100%. Oh, ich versuch da. Random Positive Effekt. Ich habe jetzt gerade Wither bekommen. Random Negative Effekt. Oh, Random Negative Effekt. Oh nein. Ey, komm runter. Okay, Roman, komm in die Arena. Komm mal runter, ey. Ich bin runtergekommen in die Arena. Mein Spawnpoint ist in Lava drin, Flo. Okay, dann lassen wir mal kurz aufbuffen und wir kämpfen jetzt unseren letzten Kampf. Alter, hier sind überall so komische Dingserwumsters. Ey, Flo, ich hab nicht mein Schwert. Wie viel steht? Ich weiß nicht, es steht 1-0, glaube ich, oder 1-1 oder keine Ahnung. Wir wurden halt beide gekickt. Ich glaube, da sind wir einfach beide selber schuld. Hier, komm mal Roman, kurz raus. Wir können da drin nicht kämpfen. Oh, du hast ein Schwert für mich. Oh, du hast mir eine Ho gegeben. Vielen Dank. Das ist ja eine sehr schöne Dings, eine sehr schöne Schwertattraktion, die sie mir dann gegeben haben. Okay, bist du ready? Ich habe selber noch der Hard-Emoji-Äpfel. Bist du ready zu kämpfen, Flo? Yay! Okay, dann fangen wir an. Also bei mir kann es, glaube ich, ganz interessant werden. Okay, dann lass mal kurz buffen. Und los geht die Geschichte. Go, 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 go. Und, find the Neverstar. Find the Neverstar. Flo, wir müssen den Neverstar finden. Wer den hat, der gewinnt, gell? Ja, okay, lass das machen. Wer ihn hat, gewinnt. Das ist was ganz Neues. Okay, ey, ich glaube, ich hab ihn, oder? Ey, siehst du den irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da ist er. Ich sehe ihn. Hab ich ihn. Oh, ich hatte ihn. Ich hab ihn weggeworfen. Ich hab ihn auch weggeworfen. Time's up. Oh nein, guck mal, da liegt der. Guck mal da. Oh nein. Oh Flo, okay, dafür kriegst du jetzt super viele Schwerter. Alter, das ist... Warte, macht meine Kanone viel Schaden. Oh, du kommst nicht dran wegen meiner Kanone, gell? Ich hatte von Slimes angegriffen. Macht meine Kanone eigentlich viel Schaden, Flo?
Die ist nur nervig. Die ist nur nervig, gell? Aber du kommst nicht an mich ran. Weißt du, was das bedeutet, Flo? Oh, oh nein! Warte, ah! Oh Gott, die Slimes. Hast du keine Waffe? Ich hab nur die Kanone. Ich habe heute nicht so die tollen Sachen bekommen. Oh nein! Oh lol, du hast sogar so eine... Oh, du hast sogar so ein Lucky Sword. Yeah. Oh mein Gott, Flo, du bist ja voll stark gewappnet. Aber ich habe noch fast Full Life. Und wenn ich jetzt so einen Emoji-Apfel esse, dann bist du... Oh Gott, hast du dich herteleportiert oder was? Ah, du kleiner... Ah, du kleiner Enderperl. Und lololol. Oh, what the... Okay. Was? Ich glaub, das war's. Ich glaube, das war's. Aua. Du hast mich mit dem Schlangenmeter hochgeschlagen. Alter, ich war fast tot. Oh, jetzt haben wir mal einen richtigen Sieger. Alles klar, der Chaos44 hat diese Runde gewonnen. Falls ihr eine weitere Folge haben wollt, dann schreibt doch einfach mal einen netten Kommentar und gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oben rechts ist nochmal eine Abstimmung, wo ihr sagen wollt, was ihr als nächstes haben wollt. Da könnt ihr abstimmen und sind sie in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.